Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, das folgende Laufvideo habe ich gestern Vormittag oder gestern früh gedreht, irgendwann um, ich glaube, 7:30 oder so. Und es ist ja tatsächlich wirklich so gewesen, dass ich jetzt in dem Video noch gedacht habe, dass ich für ein paar Tage quasi auf tot mache. Das habe ich jetzt dann natürlich nicht gemacht, weil die Hater mir das jetzt in die Schuhe schieben wollten, ihr Gedöns. Deswegen wundert euch bitte nicht drüber, wenn ich da immer wieder sage, ja, sehen wir uns ein paar Tage nicht oder sowas, oder haben wir uns ein paar Tage nicht gesehen. Auch quatsche ich da kurz über das Abo-Special, falls ihr den nicht rausschneidet oder so. Nur, dass euch nicht wundert. Zunächst mal, es ist ultra früh. Was heißt ultra früh? Es ist 7 Uhr oder was? Oder kurz vor 7. Und ohne jetzt lügen zu wollen, es ist exakt 7:42 Uhr. Und ich bin auf dem Weg nach Emskirchen. Werde auch gleich jetzt meine Selfie-Stange auspacken für ein paar geile Videos, geile Bilder. Vielleicht sogar für das eine oder andere Thumbnail. Und ja, was soll ich dazu groß sagen? Ich bin angeblich tot, und zwar angeblich an einem Herzinfarkt gestorben im Auto und hatte mit meinem Auto angeblich auch noch einen Unfall, wobei ich ums Leben gekommen bin. Also noch bestehe ich aus lebendiger Materie. Das sieht man mal wieder, wie dumm das Ganze eigentlich ist und wie viel Schwarmdenken die Menschen eigentlich tatsächlich besitzen. Denn Fakt ist, ich bin definitiv nicht tot. Ich bin noch immer sehr lebendig. Was mir meine Lunge zeigt, denn ich muss auch schnaufen noch immer. Und ich hoffe eigentlich schon, dass, wenn ich tot bin, nicht mehr unbedingt Luft holen muss. Zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich es jetzt mache. Gut. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich so jetzt groß was zu erzählen. Ich habe wieder eine Facebook-Seite. Ja, schon wieder. Und dieses Mal hoffentlich auch die letzte, die ich machen musste. Oder vielleicht eher, weil es diese Uhrzeit ist. So. Ja, da ist noch alles schön düster. Alter, was ist hier für ein Verkehr, Mann? Alter, nein. Naja, jedenfalls kommen wir gleich raus. Chance, ich drehe hier ein Video! So, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich noch ziemlich lebendig. Es ist jetzt ziemlich früh am Morgen. Und ich finde das persönlich ziemlich geil, weil. Alter, was ist denn hier los, Mann? Ich drehe hier ein Video! Sollen die Scheiße? Alter, ist das ein Scheißdreck. So, heilige Sprache, ich soll in die Uhrzeit nicht mehr ins Video drin gehen. Memo gespeichert. Läuft mir hier nichts an in die Straße, also den Gehweg entlang. Ich habe jetzt den ganzen Weg zurückgelegt, jetzt stehen hier aber Schafe. Ob das ein Zeichen von Regenbogenschaf ist? Könnte auch einfach daran liegen, dass er selbst ein Schaf ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mal ohne Blödsinn. Regenbogenschaf wurde ja von Juno, soweit ich weiß, geblockt oder gekickt. Falls es überhaupt hinhaut, keine Ahnung. Ja. Pech gehabt, hätte ich gesagt. Lol. Habe jetzt fast 8 Minuten noch ein Video gemacht, wo ich über Biber und einen Baum gesprochen habe und ein bisschen die Gegend von da hinten gezeigt habe. Wow, echt krass. Was mache ich zurzeit? Jeden Tag ein Video ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Wobei ich jetzt momentan halt mehr Zeit habe als sonst und mir mehr Zeit dafür nehme. Ja, jetzt muss ich noch zur Bank. Das war der Grund, warum ich das Video jetzt gemacht habe. Brauchte jetzt einen kleinen Abstecher, damit die Zeit ein bisschen vergeht, weil ich erst um 8:30 in die Bank komme. Und ja, ich weiß auch nicht, warum die Bank erst um 8:30 aufmacht. Aber gut, dann würde ich sagen, ich danke euch schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns auf dem Rückweg. Bis gleich. Das ist unglaublich, was hier für Verkehr ist, ey. Unglaublich, unfassbar. Und schon wieder kommt eine Kiste, ey. Hä? Wie auch immer. Ich musste jetzt feststellen, dass die Bank noch zu hat, obwohl ich mir extra viel Zeit gelassen habe. Und die Bank hat jetzt noch einige Zeit zu und ich bin total übermüdet. So, und bin voll aufgedreht, obwohl ich nicht die geringste Ahnung habe. Obwohl, ich weiß eigentlich schon, woran es liegt, dass ich aufgedreht bin. Das liegt immer daran, wenn ich müde bin und dann noch wach bleibe und dann mich noch, vor allem noch mich viel bewege. Dann werde ich erst richtig aggressiv, nicht aggressiv, sondern richtig aktiv. Dann bin ich auf einen Schlag, bin ich die ganze Zeit auf hier. Hört man nicht. Ich habe einen Kanister dabei für meinen Sprit, der nie ist, der Sprit ausgegangen. Und jetzt muss ich allerdings, jetzt muss ich auf den Küchen laufen, um einen Sprit zu holen. Aber da ich sowieso Laufvideos mache, wen interessiert. Und verdammte Axt, könnt ihr jetzt mal alle stillstehen und ruhig sein? Ich würde hier gerne aufnehmen. Danke.
Ja, ich habe auf jeden Fall diesen geilen Rucksack hier von meiner Cousine vor einigen Jahren geschenkt gekriegt. Und es kommt schon wieder ein Auto. Jedenfalls mega geil. Und in diesem Rucksack, diesen Rucksack habe ich jetzt schon seit der Schulzeit. Und was zur Hölle ist hier los? So, diesen Rucksack habe ich schon seit der Schulzeit, seit ich konfirmiert bin, um genau zu sein. Und jetzt hängt mir eine Locke im Gesicht. Jedenfalls, dieser Rucksack ist mega praktisch. Und ja. Vielleicht noch 5 Autos, ich habe hier irgendwie, ich bin hier nicht irgendwie gerade am Arbeiten. So, und es kommt tatsächlich noch ein Auto. Wenn es so weitergeht, habe ich vielleicht den ganzen Speicher und den ganzen Akku von der Kamera leer gefressen. Na gut. Da finde ich, muss mir unbedingt die Zähne putzen. Ordnungsmäßig. Wasser? Wasser? Was ist Wasser? Nee, Seife, Seife, was ist Seife, genau. Wenn ich jetzt dann auftanken, dann werde ich tanken fahren. ob ich das dann jetzt noch mache oder erst nachher, weiß ich noch nicht. Und dann, ob ich dann pennen gehe, weiß ich auch noch nicht. Wenn ich dann pennen gehe, dann gehe ich danach schwimmen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin sogar am Überlegen, ob ich das Ganze jetzt schon platzen lasse oder nicht. Also mit dem ganzen, jo, Drachenlord ist tot, bla. Wäre lustig eigentlich, wenn ich noch ein paar Tage aushalte, da nichts zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, jeden Tag ein Video zu machen. Und ehrlich gesagt, ich finde es komisch, jetzt mal einen Tag kein Video zu bringen. Weil ich muss jetzt da ganz da hoch, dann muss ich meinen Kanister auffüllen, dann muss ich wieder ganz da runter. Ganz da runter. Und dann muss ich noch mal ein Stück runter und dann erst kann ich heimlaufen, kann ich auf dem Heimweg mich machen. Und erst dann kann ich wieder weiter filmen für das alles andere. Ja gut, dann würde ich sagen, ich laufe jetzt noch das ganze Stück da hoch. Und dann schau mal, wenn ich wieder runterlaufe, wenn ich wieder heimlaufe oder wenn ich schon zu Hause bin. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie ich es dann mache, weil ich habe jetzt echt viel zu tun. So, ich werde jetzt auf dem Rückweg. Ich würde eigentlich hinten herumlaufen, aber ich laufe jetzt vorne rum. Vielleicht nimmt mich meine Nachbarin mit, die war jetzt gerade noch auf dem Friedhof, als ich bei meinem Vater auf dem Grab war. Und ich bin sowas von im Arsch gerade. Glaubt ihr gar nicht, aber für die Aussicht lohnt es sich doch mal so früh hier herumzulaufen. Also, was soll denn das Rumgemaule? Jetzt oder, laufe ich auf der Straße. Ich würde eigentlich hinten herumlaufen. Warum? Wenn ich da entlang gelaufen wäre, die Schatten, wir sind so warm. Aber ich Vollpfosten muss hier vorne rumlaufen, weil ich zu blöd dafür bin. Und manche Leute schauen echt blöd aus der Wäsche, wenn sie mich mit der Kamera rumlaufen sehen. Oder allgemein so ein Schwabbel wie mich rumlaufen sehen. Vor allem laufen. Was? Ihr merkt schon, ich bin immer noch aufgedreht wie Sau. Ich habe jetzt noch, das ist meine Wegzehrung da, nur schon mal besonders viel. Ist auch schon ziemlich fucking warm. Die Schafe sind weg, fällt mir gerade auf. Als ich hergelaufen bin, waren da ja Schafe. So eine wunderschöne Aussicht, mal abgesehen vielleicht von den dauernden Autos, die hier rumfahren. Eine solche Aussicht, das ist doch echt wert, hier zu leben. Vor allem da drüben so leicht. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, so leicht, ich weiß nicht, soll ich es nennen, Nebel? Ist ja eigentlich kein Nebel, so leicht dunstig. Und der Himmel helllicht blau, das ist unglaublich. Und Schmetterlinge, hier fliegen Schmetterlinge rum, Mann. Und zwar nicht einer, nicht zwei, sondern hunderte, da, überall. Wobei, jetzt momentan fliegen sie natürlich logischerweise wieder mal nicht rum, das ist ja wieder typisch gewesen. Aber ohne Mist, es ist so schön hier. Bin jetzt gerade ernsthaft am Überlegen, ob ich nochmal zum Wasserstandshäuschen vorlatsch, mich dann da hinsetze. Das ist ja, da ist ja Wasser, da fließt ja die Aura entlang. Und da ist ja Wasser. Und da hab ich, früher habe ich da als Kind immer die Füße ins Wasser gestopft und bin dann halt ein bisschen durchs Wasser gelatscht, habe ein bisschen gechillt und dann bin ich zu Fuß weitergelaufen. Und da kommt jetzt auch jemand. Regenverkehr hier, voll krass. Oh yeah. Wird Zeit, dass wir weiterkommen. Naja, müssen wir mal schauen, ne? Ein bisschen am Weg haben wir noch vor uns. Grüß Gott. Und dann, ja gut. Dann habe ich hoffentlich schon ein bisschen abgenommen. Wäre zumindest cool. Und ja, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Nur bei dem Weg von mir. So, ich habe dann gestern noch den halben Weg geschafft gehabt. Oder den dreiviertelsten Weg geschafft gehabt. Und dann habe ich noch meine Nachbarin mit heimgenommen. Ja, cool, dass ich so coole Nachbarn habe.
Ansonsten war es jetzt eigentlich soweit. Ich habe dann keine Verabschiedung mehr gemacht, oder ich habe eine gemacht, aber die war dann einfach nur noch. Das war komisch. Jedenfalls danke euch jetzt fürs Zuschauen. Das Video ist jetzt ultra lang geworden. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch ein bisschen schneiden kann. Das ist jetzt fast schon, ja, 15,5 Minuten lang. Das muss unbedingt noch ein bisschen kürzer sein. Ansonsten würde ich euch schon mal danken fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Euer Drachenlord. Haut rein. Ciao, Leute.